Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich würde gerne über Iris Klein und Peter Klein sprechen, denn Iris Klein macht ihrem Ehemann sehr krasse Vorwürfe. Unter anderem behauptet sie, dass er sie betrogen haben soll mit der Begleitperson von Jamila Rowe, nämlich mit Yvonne Wölke. Yvonne hat sich dazu bereits geäußert und meinte, er ist ein toller Mann und Iris hat einen wundervollen Ehemann an ihrer Seite, dass das alles Quatsch ist, dass sie ihn gern hat, aber mit ihm nichts anfangen würde und nie was mit ihm angefangen hat. Und hat so ein bisschen gestichelt und gesagt, es ist halt traurig, wenn jemand so toxisch ist, wenn jemand so eifersüchtig ist. Iris wütet auf jeden Fall auf Instagram gegen ihren Partner Peter und unterstellt ihm ganz viele Dinge. Zum einen unterstellt sie ihm zum Beispiel, dass er blonde, schlanke, schöne Frauen lieber möge. Das hatte sie in einem Post gesagt, aber vor allem exposed sie noch so ein bisschen, denn sie zeigt einen Chatverlauf, in dem es nämlich darum ging, dass sie Peter angerufen hätte und die beiden haben gesprochen. Sie fragte nach Yvonne und er behauptete, er wisse nicht, wo sie sei. Und dann stellte sich heraus, dass Peter und Yvonne zu einer Karaoke-Bar gefahren seien, beziehungsweise dass sie Karaoke gesungen haben zusammen. Und dann stellte sich eben für Iris heraus, dass die beiden auch im Taxi nebeneinander gesessen haben. Also sie waren unterwegs zusammen und er hätte sie eben dreist angelogen und behauptet, dass es gar nicht so wäre. Das Schlimmste dabei ist, sie hat ihn ja erwischt beim Lügen und er hat sich trotzdem versucht, irgendwie rauszureden und hätte das alles auf sie geschoben, behauptet, dass sie immer so ausrastet, dass er ihr gar nichts sagen möchte, weil sie immer aus allem ein Fass aufmacht und unheimlich eifersüchtig ist. Interessanterweise ist natürlich zurzeit auch der Schwiegersohn von Iris im Dschungel, der Lukas Cordalis. Er gilt ja als Top-Favorit, als Top-Kandidat und das hat man auch in den ganzen Umfragen da gesehen, also auf Promifleisch und Co. war er unter den Top 3. Allerdings könnte sich das inzwischen ein bisschen geändert haben, denn ja, er bekommt nicht so viel Sendezeit und er ist schon ein bisschen langweilig, gerade wenn man ihn direkt vergleicht zu den anderen Mitcampern, besonders Gigi und Cosimo und Lukas, ja, er mag ja nett sein und so, aber es ist so ein bisschen langweilig und man sendet ihn auch nicht so viel. Und dazu hatte Daniela auch schon was gesagt, dass Leute eben meinten, man zeigt ihn ja gar nicht und sie habe sich eben dazu geäußert, dass sie schon sehr lange im TV-Business ist und weil er so ein Favorit ist, wird man ihn jetzt auch nicht direkt vom Sender pushen, das haben andere irgendwie mehr nötig, aber man wird schon noch mehr von ihm sehen. Ja, kann natürlich sein, aber dennoch sieht es für ihn natürlich zurzeit nicht so gut aus. Da könnte dieser Skandal von Iris Klein und ihrem Mann natürlich ein bisschen in die Karten spielen. Interessant ist auch, dass jetzt auch Peter Stellung bezogen hat. Und er hat Iris eigentlich zu dieser ganzen Geschichte ein Ultimatum gestellt, was total seltsam ist in diesem Fall. Denn er sagt ihr eben, entweder du akzeptierst das so, wie es ist, beziehungsweise du akzeptierst, dass wir verheiratet sind, oder du machst halt Schluss und dann bin ich mit jemand anderem. Was wirklich seltsam ist. Und von den Katzenbergers, von deren Seite wird das Ganze auch irgendwie totgeschwiegen. Angeblich soll sich Daniela irgendwie kryptisch geäußert haben, dass die Leute keine Ahnung hätten und die Ahnung haben, haben keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung, vielleicht habe ich es auch gerade verdreht. Egal, jedenfalls, ja, weiß ich nicht, es könnte sich hier um PR handeln. Und was mich eben umso mehr vermuten lässt, dass es hier PR sein könnte. Und scheinbar bin ich auch nicht die Einzige, denn Sam Dillon hat auf Instagram eine Story gepostet oder mehrere. Denn Sam Dillon ist es auch aufgefallen, dass das ein bisschen komisch ist und hat dazu Stories gepostet. Sam behauptet ebenfalls, dass es hier PR sein könnte, denn er findet es sehr seltsam, dass Iris auf einmal ihr Profil privat gestellt hat. Was eventuell dafür sprechen könnte, dass sie natürlich mehr Follower generieren kann in diesem Falle. Und vielleicht braucht sie auch mehr Follower, weil es vielleicht nicht so gut läuft im Business. Außerdem findet er es ebenfalls sehr komisch und skurril, dass Iris und ihr Ehemann nicht einfach drüber reden können, wie normale Menschen, vor allem in deren Alter. Aber seht selbst, ich habe euch diese Clips von Sam mal eingefügt. Also der Dschungel ist ja dieses Jahr schon ganz interessant, aber was jetzt da hinter den Kulissen passiert, also so mit Iris Klein und so, was ist denn da los? Und es tut mir wirklich leid und es mögen auch, ich muss mal auch nie fragen, wer, was ihr glaubt, ob das echt ist oder ob das fake ist. Und ich muss sagen, das Ganze ist so, so fake und es ist so schlecht fake, dass dieser Peter oder wie er heißt, sie betrogen hat und ich bin so, hä? So, ich glaube, die denken irgendwie, weil der Cordalis, der Lukas,
Der Lukas, ja. Der Lukas Cordalis irgendwie keine Sendezeit hat und so, müssen die jetzt irgendwas machen, dass irgendwas passiert, gerade diese Zeit nutzen. Und ich glaube, das Ganze, diese ganze Fake-Nummer soll darauf hinauflaufen, dass er so, er ist gerade als Ersatz, also nicht als Ersatzkandidat der Peter da, sondern als Dschungelbegleitung. Und ich glaube, das Ganze soll sein, er wird darauf vorbereitet, nächstes Jahr in den Dschungel zu kommen. Und die machen jetzt so ein bisschen auf Kardashians auf Wish bestellt oder hier so ein bisschen, vielleicht haben sie auch zu viel in der Biografie von Prince Harry gelesen. Weil, also, und dann noch dieses, also für die nicht mitbekommen haben, der Peter hat sie angeblich betrogen mit irgendeiner Kandidatin, die auch Begleitperson ist. Oh, jetzt ist hier mein Handy schon runtergefallen. Also ich wollte sagen, damals bei mir auch die Trennung war ganz schlimm und ich habe gedacht, nee, das kann man auch, das will ich gar nicht zeigen, das will ich einfach mit mir ausmachen. Und wenn da so eine 60-jährige Frau ist, die dann auf einmal auf Instagram irgendwie random was aus dem Nichts postet und dass ihr Mann sie betrogen hat und keine Ahnung was, also sorry. Und dann aber noch gleichzeitig das den Instagram-Account auf privat stellen, weil natürlich kommen die neuen Follower, die wollen natürlich gucken und man, vielleicht läuft es gerade auch nicht finanziell mehr so gut bei denen. Vielleicht brauchen die jetzt Geld und Story-Views, weil ihr müsst doch wissen, umso besser die Story-Views sind und für die Leute, die dann die Werbung machen, umso besser werden sie dann auch bezahlt. Auf jeden Fall, und ich musste auch gestern lachen, ich musste wirklich einfach lachen, wo dieser Peter angefangen ist zu heulen. Als ob er die nicht einfach anrufen kann oder irgendwie mit ihr reden kann. Nein, sie hat sie bestimmt geblockt nach so vielen Jahren Ehe. Ich weiß nicht, wie lange die verheiratet sind, seit 20 Jahren. Und ich kann mir so richtig vorstellen, also für mich jetzt, es gibt bestimmt auch gerade ganz andere, die eine andere Meinung haben. Das ist ja nur meine Meinung, die ich jetzt mitteilen möchte auf meinen Account. Das darf man ja, ne? Also wem das nicht interessiert, der kann ja auch weiterschalten. Aber ich kann mir so richtig gut vorstellen, wie die Daniela, Katzenberger und die Iris da sind und voll den Plan machen, weil das ist natürlich jetzt alles interessant und es wird ja natürlich ausgeschlachtet. Nämlich später geht es natürlich rum, sind sie wieder ein Paar, sind sie kein Paar, RTL exklusiv, sie packen aus. Also das, wie, da wird jetzt auch richtig, mit sowas wird jetzt auch richtig Geld verdient, denn sie machen jetzt so auf so eine Art Royals und Kardashians. Also das ist jetzt nur nochmal meine Meinung dazu. Wie gesagt, ich glaube, dass alles Trash ist, Trash sowieso, dass alles Fake ist und die müssen halt jetzt versuchen, ihren Peter als letztes Familienmitglied auch noch nächstes Jahr in den Dschungelcamp zu bekommen. Viel Erfolg, Iris und Daniela. Ihr schafft das. Also das war Sams Ansicht und wir werden sehen, wohin sich das weiterhin entwickelt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich werde dranbleiben, falls es Updates dazu gibt. Falls ihr andere Themen hören möchtet, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sag schon mal auf Wiederhören.